sind das überhaupt für Kreaturen? Da hat nicht viel gefehlt. Was war das? Leichenfresser. Wir haben ziemlich viele niedergemacht. Da muss irgendwo ein Nest sein. Gut. Aber halt, erstmal Meditation. Tränke einnehmen. Wir haben ja so ein paar. Dann, wie gesagt, auf jeden Fall einmal eine Katze und dann noch eine Schwalbe und dann trinken. Gluck, 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 gluck. Ist ein frischer Trank. So. Und wieder aufstellen. So, jetzt können wir doch schon eher was erkennen hier. Fragt sich halt nur... Ach, die Fackeln hier an der Seite können wir auch anmachen. Was wir eigentlich auch mal machen können. Ah, warte. Ja, jetzt komm. Das sitzt ordentlich hier. Attacke! Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir hier mal so ein Lichtchen anmachen hier, wenn es dann mal dazu kommt. Auch schön ist, wie die Zwerge es dennoch schaffen, irgendwie sich mit den Viechern da anzulegen. Obwohl sie ja so sehr unsere Hilfe brauchen. Ne? Hier, ich will nur durchsuchen. Nur durchsuchen. Okay. Gehen wir weiter. Wie viele das wohl sein mögen hier? Hätte ich mir wahrscheinlich auch die Katze sparen können. Da hinten sind wieder 300.000 Stück. Wir haben offenbar versucht, diesen Weg zuzuschütteln. Warte. Wir haben doch hier auch noch Igni, ne? Genau. Nutzen wir den doch mal. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Aber ich glaube ja fast nicht. Wow. Das ist nicht gut. Oh Gott, das war echt jetzt voll knapp, weil ich fast tot gewesen wäre. Die machen ja schon ordentlich Damage. Gerade wenn es halt so viele sind. Es ist eine Falle. Lauft rein. Los, komm. Allesamt. Bams. Das hat eigentlich gut gesessen. Können wir nochmal machen. So eine olle Falle hier einfach mal hinsetzen. Am besten davon ein bisschen weggehen. Oder es ist nicht nötig. Okay. Dann können wir sie auch entschärfen. Bitte? Wir müssen was zu saufen besorgen? Du kannst mich mal. So, jetzt. Das Schöne halt an der Falle ist halt, man kann sie halt dann auch einfach wieder mitnehmen. Wenn man sie jetzt nicht gebraucht hat. Warte, hier liegt jetzt so viel Zeug. Problem ist halt jetzt auch so ein bisschen, dass die Zwerge einem hier ständig im Weg sind und sich ständig mit einem unterhalten wollen und so Mist. Ah, nun gut. Also hier ist eingeschützt, hier ist nicht viel mehr. Ich bin überlastet. Ja, toll. Inventar. Haben wir irgendwas zum Hierlassen? Bestimmt. Hier so ein olles Schwert hier, was wir jetzt überhaupt nicht mehr brauchen. Ja, das brauchen wir nicht mehr, das kann weg. Wir haben immer noch keinen Händler aufgesucht, ne? Obwohl wir schon an 300.000 vorbeigelatscht sind. Aber ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, irgendwie tatsächlich einen Händler halt zu besuchen und zu sagen, ja, ne, Leute, ich möchte mal verkaufen. Hätte ich mal machen sollen. Schlüssel erforderlich. Wir haben keinen Schlüssel. Schlüssel ist eine Lüge. So, machen wir auch nochmal ein bisschen Licht an und so. Einfach, weil dann können wir hier was erkennen, wenn hier gleich die Katze ausläuft. Das klingt so falsch. Okay. Teilweise hier echt ein bisschen ruhig. Da hätte ich mir doch schon irgendwie mehr Widerstand erdacht. Okay, die sind wahrscheinlich jetzt hier hinter der Tür. Ja, die sind hinter der Tür. Hey, ihr seid ja auch hier, das ist ja toll.
Lass mich durch, lass mich durch. Okay. So geht's natürlich auch. So, jetzt ordentlich drauf. Immer drauf halten. So, und weg, 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 weg. Explodiert nämlich immer. So, was haben wir hier? Ah. Geralt tanzt hier nochmal so ein bisschen rum. Das, obwohl er gar keinen Rum trinkt. Falle aufheben. So, haben wir hier irgendwas. Dann haben wir, sind wir wieder überlastet. Ey, es ist doch nicht wahr. Was haben wir denn hier in der Dingens drin? Zum Ohrens. Dann, wie gesagt, hier einmal ins Inventar gehen. Wieder irgendwas ablegen hier. Am besten hier so was von der Rüstung. Die können wir ablegen. Die gibt ganze 20 Gewicht hier. Was schon ganz gut ist, wenn wir das ablegen. Und irgendwo da hinten haben wir jetzt weitere Gegner, die einfach nur auf uns warten. Und man sieht es, ne? Es ist hier einfach so verdammt düster. Ah, naja. Was sagt denn eigentlich die Karte? Haben wir hier unten eine Karte? Also ein bisschen. Wir müssen irgendwo auf der rechten Seite hin. Das heißt, wir müssen da hinten lang. Schauen wir mal. Das ist jetzt echt zu düster. Das hätte ich nicht gedacht. Weil ich dachte, dass wir jetzt hier ein bisschen Licht angemacht haben und sowas. Würde schon ein bisschen dazu beitragen. Aber ich glaube echt, wir müssen hier nochmal eine Katze einsetzen. Hier, nimm mal einen Trank ein. Katze, trinken. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt auch hält, bis wir die Zwergenimmortelle gefunden haben. Und wir müssen auch mal skillen, mal wieder. Wir haben schon wieder ein paar Talentpunkte bekommen und die halt nicht eingesetzt. Ach, dann kommen wir jetzt hier hin, wo wir einen Schlüssel für die Tür brauchen, oder was? Seht ihr das richtig? Weil hier müssen wir lang, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau, weil wir dann nämlich da oben weiterkommen. Unten können wir, glaube ich, nicht weiter nach rechts irgendwo. Das heißt, es geht wahrscheinlich oben dann lang und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Genau. Okidoki. Dann gehen wir jetzt mal, oder wir versuchen da lang zu gehen, wo wir jetzt noch nicht waren. Der ist nämlich genau da. Das heißt, hier gibt es dann gleich wieder Widerstand. Da ist er schon, der Widerstand. Hallöle. Uah. Okay, muss ich einmal Schwert zücken. Weg, 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 weg. Okay. Ja, schon wieder weg, 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 weg. Da hat die Explosion der anderen da geschädigt. Was haben wir denn hier? Lente irgendwas. Ich könnte versuchen, den Leichenfressern den Weg abzuschneiden. Tja, ja, dann mal los. Das war's dann wohl. Bam. Das hat ordentlich Wumms gemacht. Gut, das ist das. Aber hier gab es jetzt auch keinen Schlüssel, kein gar nichts. Das ist keine Tür. Da hinten ist noch ein Gegner, wo auch immer der herkommt. Steht hier einfach mal so rum. Verfluchte Biester. Und weg, 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 weg. Waren wir denn da hinten schon durch? Das ist Ausgang, okay. Das ist jetzt, ne? Könnte problematisch werden. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wo müssen wir denn jetzt noch lang? Wo haben wir denn irgendwie einen Schlüssel zu erkunden? Schlüssel zu erkunden. Ey, ich um meine Wortwahl manchmal. Also, eigentlich fast immer. Ah, naja. Wer nicht sucht, der auch nichts findet. Ach, guck mal, da hinten haben wir auch noch Feinde. Ich dachte, hier wären wir schon gewesen. Ach, komm schon. Geh weg. Geh weg.
Einfach mal draufhalten. Treff schon keinen Falschen hier. Da, weg, 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 weg. Und der letzte. Na, wo zum Teufel ist jetzt der Schlüssel? Hier vielleicht in der Truhe? Schema-Schwert aus rotem Meteorit. Eisenerz. Alles nicht so das, was ich gerade suche. Ich will ja eigentlich nur... Voll die Axt gewetzt. Der Schnaps bereit, Herz. Was willst du mehr? Ja, genau. Zwergen mal wieder. Sonst hier in der Ecke waren wir doch schon, oder? Ich meine, hier sind ja auch die Lichter erleuchtet. Für mich immer so ein Zeichen, ich war hier schon mal. Ja doch, hier hinten in der Ecke, da waren wir. Sind wir hier durch die Tür gegangen? Da brauchen wir auch einen Schlüssel. So haben wir denn die ganzen Schlüssel herbekommen? Ach, jetzt habe ich wieder die Jacke mitgenommen. Die ich hier vorhin abgelegt habe. Jetzt habe ich... Habe ich die nicht abgeworfen gerade? Ah, okay. Jetzt habe ich meine Schuhe hier jetzt nicht angezogen. Okay. Das sind exzellente Hosen. Die sind sogar ein Stückchen besser. Wir tragen derzeit keine Schuhe. Habe ich meine Schuhe irgendwann verkauft? Das ist doch nicht wahr, ne? Tatsache, wir tragen keine Schuhe, Leute. Keine Schuhe, das ist keine Übung. Da sind die Schuhe jetzt aber. Inventar. Schuhe. Nein, so, Schuhe. Jetzt tragen wir wieder Schuhe, jetzt ist wieder alles okay. Okay. 100.000 Erze. Und da bin ich auch überlastet. Das geht auch nicht. Muss ich schon wieder gucken, was ich jetzt hier ablege. Weg damit. Also diese Erze sind natürlich schon schwer, was natürlich auch Sinn macht. Na gut, so viel Gold bringt mir das jetzt auch nicht. Lass ich das auch hier. Mir geht es jetzt darum, dass wir jetzt hier irgendwie mal einen Schlüssel finden. Hier hinten kann ich auch nicht lang. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Kann ich vielleicht... Nein. Dachte mir so, dass man vielleicht die Tür einfach aufbrechen könnte. Wenn man schon keinen Schlüssel dafür hat. Aber das ist anscheinend auch fehl am Platz. Aber wir sind doch jetzt hier durch jeden Gang einmal gegangen, ne? Außer halt die, die wir nicht gehen können, weil mangelt Schlüssel. Dann muss es ja jetzt hier irgendwo einen Schlüssel geben. Warte, da lag was? Eisenerz. Jetzt die ganzen schweren Eisenerz jetzt hier mitnehmen. Warte, wir haben ja auch unser Medaillon, das sollten wir vielleicht mal benutzen. Das hätte seine Vorteile. Sind dann auch wieder nur Eisenerze und Silbererze und sowas. Also wenn man wirklich mal Erze braucht zum Schmieden, dann gibt es die hier in Massen. Wie, hier hinten waren wir nicht durch? Doch, oder? Da ist nur hier das Blut und sowas ist da drin. So, was haben wir denn hier? Hexerschwert. Eisenerze. Aber nicht Schlüssel oder ähnliches. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit herumcruisen und einen Schlüssel suchen. Darum würde ich ja fast sagen, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause und beim
nächsten Mal, wenn ich jetzt hier fertig gesucht habe und sowas, gucken wir mal, wo war denn der Schlüssel und so weiter und so fort. Gut, also dann bis zur nächsten Folge oder bis gleich, je nachdem, wie ich es schneide.